Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute machen wir was Schönes, Gesundes, und zwar einen Roastbeef-Salat. Das heißt, wir werden einen schönen, frischen Salat machen, dazu Roastbeef und als Besonderes noch ein paar warme Pilze. Erzähle ich euch gleich was zu. Also wenn wir über Salate reden, das heißt grüne Salate, da hat man da meistens irgendeine Basis, so eine Art Blattsalat oder einen Feldsalat, wo man das Bett draus macht. Dann schön ein bisschen Gemüse obendrauf, Tomate, Gurke, solche Sachen. Eine Soße und dann kann man ja noch eine Wärmekomponente dazugeben. Einige machen warme Hühnerstreifen drüber oder ein bisschen Rinderfilet kann auch gut sein. Na, das ist immer dann, wenn man den Salat nicht vegetarisch haben will, sondern mit so einer kleinen Fleischbeilage. Muss man nicht machen, kann man aber. Und wenn man es macht, ist meistens auch relativ lecker. In meinem Fall werde ich als Wärmebeilage zum einen das Roastbeef nehmen. Das heißt, ich werde den Roastbeef im Ofen machen und dann schön nochmal in der Pfanne heiß anbrutzeln, in Streifen schneiden und über den Salat geben. Und ich werde dazu ein paar Pilze machen. Wenn eine vegetarische Version machen will und sagt, ich möchte auch einen Salat mit einer kleinen Wärmekomponente, der kann ja das Roastbeef weglassen und einfach nur die Pilze schön in der Pfanne ein bisschen heiß machen und dann drüber geben. Eigentlich ist das immer eine schöne Sache, wenn man einen kalten, frischen Salat hat und dann ein, zwei Wärmekomponenten, die heiß sind, so oben drüber gibt. Ist ja immer so eine tolle Sache für den Gaumen, finde ich. Ja, als Soße machen wir eine ganz einfache Joghurtsoße. Das passt für mich gerade zu so einem Roastbeef-Salat am besten. Ein Blick aufs Material. Ich brauche eine schöne Pfanne, in der wird das Roastbeef nachher nochmal angebraten und die Pilze kommen dazu. Ich brauche eine Schüssel, da kommt der Salat prinzipiell rein. Gutes Messer, einen Schäler und hier eine kleine Auflaufform, wo ich vorher das Roastbeef im Ofen schon mal ein bisschen vorbacke. Werfen wir einen Blick auf die Zutaten. Wir haben hier vorne ein schönes Stück Roastbeef. Ja, das werde ich erst im Ofen ein bisschen durchgaren, hinterher in die Pfanne. Die Pilze, die werde ich schön in der Pfanne machen. Ich habe ein bisschen Ziegengouda als Beilage für den Käse, für den Salat. Das ist ein schöner, kräftiger Käse übrigens. Der Eisbergsalat ist für mich der grüne Anteil, der ist schön knackig. Ja, und dann habe ich ein bisschen Gurke und Tomate, also ganz basismäßig das Gemüse. Ich habe frischen Joghurt, daraus mache ich dann das Joghurtdressing. Mit Salz, Pfeffer natürlich. Ich habe etwas Olivenöl und ein bisschen Chilisauce. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Fangen wir an mit dem Roastbeef. Das kriegt ein klein bisschen Olivenöl von mir ab. Ich nehme absichtlich Olivenöl. Zum einen, weil es ja keine besondere Hitze kriegt. Wir werden es ja an einer schmalen Hitze im Ofen vorgaren. Da ist Olivenöl also kein Problem. Das verträgt ja keine große Hitze. Und zum anderen, weil es sich dann hinterher mit dem Rest der Zutaten so gut verträgt. Wenn ich jetzt ein scharfes Öl irgendwie nehmen würde mit einem besonderen Eigengeschmack, weiß ich so Roasted Sesam oder Chiliöl oder Knoblauchöl, das würde sich dann nicht mit dem Salat vertragen. Ein Olivenöl aber. Olivenöl verträgt sich natürlich super mit Salat. Da haben wir überhaupt gar kein Problem. Deswegen nehme ich das jetzt absichtlich. Ihr seht, ich mache ein bisschen Pfeffer und Salz. Und dann noch ein bisschen mehr Salz. Und wir wollen ja auch die zweite Seite. Zack, einmal so. Und einmal so. Wunderbar. Dann packe ich das jetzt in den Ofen. Ich mache erstmal eine niedrige Temperatur, so 120 Grad. Und werde es da so 20 Minuten ungefähr drin vorbacken. Und dann kann man entweder mit einem Kerntemperaturthermometer, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich genau abpassen, dass er in die Mitte so 65 bis 70 Grad macht. Oder ihr macht es wie ich nach Gefühl. Und da wird es hinterher nochmal in die Pfanne geschmissen. Und dann sind wir da fertig. In einem ersten Schritt habe ich mir jetzt was von dem Eisbergsalat zurechtgezupft. Ja, kann man sehen, ich habe recht kleine Zupfer hier gemacht. Ich mag das nicht, wenn man so die riesen Blätter hat. Andere, die vielleicht schön anrichten, wenn ihr jetzt Gäste habt, große Blätter natürlich auf ein Brett legen. Ne? Das ist dann sehr dekorativ. Aber ich wollte jetzt einen praktischen Salat, den man gut essen kann. Da zupfe ich mir die Teile eigentlich schön klein nach dem Waschen. Und das ist dann jetzt erstmal die unterste Schicht. Hier bereite ich schon mal ein bisschen das Gemüse vor. Ich will euch mal was an der Gurke zeigen. Wenn ihr die Gurke schüttelt,
und solche Streifen, dann könnt ihr ganz gut, wenn ihr jetzt hier schräg einschneidet, das Kerngehäuse rausschneiden. Seht ihr? Das Kerngehäuse hat halt sehr viel Flüssigkeit und je nachdem, was für einen Salat ihr macht, wird er dann ein bisschen matschig, wenn ihr die gesamte Gurke nehmt. Wenn ihr wie ich so das Kerngehäuse rausschneidet, bleibt das Gurkenstück ein bisschen knackiger und verwässert den Salat nicht so. Kommt dann immer darauf an, wie man es will. Manchmal will man ein bisschen mehr Flüssigkeit haben, dann kann man es absolut drin lassen, ist kein Problem, ist ja auch nicht ungesund oder so, im Gegenteil. Aber wenn man wie ich jetzt nur die knackigen Anteile haben will, dann ist es ganz gut, hier das Kerngehäuse rauszunehmen. Ich habe auch schon hier, wie ihr seht, die Tomate klein gemacht. Ich habe ein bisschen Ziegengouda, kleine Scheibchen geschnitten, die brauchen wir auch. Ich werde gleich noch die Pilze verarbeiten. Und ihr könnt natürlich sämtliche anderen Zutaten an Gemüse nehmen, die ihr denkt, die in den Salat sollen. Es muss halt nur passen. Vom Geschmack her achtet darauf, dass es zu dem Roastbeef passt. Da passt vielleicht jetzt nicht alles zu. Ne? Man kann ja auch in Salat tolle Sachen reintun. Ein paar Nüsse oder ein paar Erdbeeren als besonderen Kick. Sowas passt natürlich nicht, wenn ich jetzt einen Roastbeef-Salat mit Champignons mache. Ne? Also achtet darauf, dass die Sachen stimmig sind. Dann kann nichts schief gehen. Kommen wir als nächstes zur Joghurtsoße. Die Joghurtsoße werde ich ganz sanft machen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe ja einen starken Partner mit dem Fleisch. Ne, wenn ich jetzt einen grünen Salat mache, nur mit Gurke, Tomate, dann mache ich eine intensive Salatsoße zu, damit Geschmack rankommt. Aber jetzt habe ich ja neben den grünen Zutaten zwei Warmzutaten, Roast Beef und die Pilze. Die werden viel Geschmack reinbringen. Da soll die Joghurtsoße wirklich nur noch Flüssigkeit beitragen. Ganz sanfter Geschmack, Salz, Pfeffer. Das war's eigentlich. Ne? Ich habe hier einen schönen fetten Joghurt. Da tun wir jetzt ordentlich mal was rein hier. Zitronensaft von einer halben Zitrone. Könnt ihr gerne auffangen. Wunderbar. Salz. Pfeffer. Vermengen. Da ist halt jetzt wirklich was soll. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, sonst nichts. Das ist eine ganz tolle Sache. Eine ganz sanfte Joghurtsoße, die können wir hinterher drüber geben. Toll. Hier sehen wir jetzt mal den Stand der Dinge. Wir sehen das Roastbeef, das ein bisschen vorgegart im Ofen war, habe ich gerade rausgeholt. Die Pilze, die werden gleich mit dem Roastbeef jetzt noch in die Pfanne geschmissen. Wir haben unsere Joghurtsoße, wir haben Gurken, Tomaten, Ziegenkäse, alles zusammengeschnitten. Wir haben unseren Grünsalat schon fertig, sind also mit fast allem durch. Ich werde das Roastbeef in Streifen schneiden, dann kommt das in die Pfanne. Zusammen mit den Pilzen, die kommen auch in die Pfanne, mit einem kleinen bisschen Chilisauce, klein bisschen Öl. Alles kurz durchgeschwenkt, so lange wie ihr wollt. Ich mag es nicht so gern super blutig, deswegen lasse ich es ein bisschen länger an der Pfanne. Andere Leute sagen, nix da, ein Roastbeef, da muss das Blut spritzen. Da wird das nur einmal kurz durchgeschwenkt und ist fertig. Soll jeder machen, so wie er Lust drauf hat und dann passt das auch. So, die Pfanne wird heiß. Ich habe hier ein bisschen Chilisauce und Öl für die Pilze und hier nur ein bisschen Öl fürs Roastbeef. Ihr seht, das Roastbeef ist jetzt sehr rosig, das könnte man schon so essen. Ich werde es deswegen auch nur ganz kurz in die Pfanne schmeißen, damit das wirklich einmal durchgewendet wird und das war es. Mal die Pilze hier zuerst. Zack. Die Pilze kriegen ein klein bisschen Salz und Pfeffer. Die sind dann in Chilisauce und Öl relativ geschmacksintensiv. Sollen sie auch sein, denn die kommen ja gleich auf den Salat. Und der Salat an sich hat ja jetzt keinen so intensiven Geschmack. Das ist ja gerade diese Wärmebeilage der Pilz jetzt genau das, was den Geschmack liefert. So, dann lassen wir die Pilze ruhig ein, zwei Minuten gehen, bis sie jetzt klein werden und anbraten. Kurz das Roastbeef rein, mit einmal durchgeschwenkt und dann ab auf den Salat anrichten. So, ihr seht, die Pilze, die werden schon. Schmeiße ich kurz das Roastbeef mit dazu. Und wie gesagt, wer es blutiger mag als ich,
einfach kürzer in den Ofen geben oder wer ganz hart ist, sagt vielleicht, ich verzichte ganz auf den Ofen. Ich mag das richtig blutig, das wird in Scheiben geschnitten, kommt eine Minute in die Pfanne und das war's. Absolut legitim, jeder so wie er es gerne mag. Super. Gut, dann sind wir hier fertig, dann kann ich den Salat schon anrichten. Ja, so sieht der Salat aus, wenn er fertig angerichtet ist. Schön roastbeef mit Pilzen als Wärmebeilage oben drauf. Der Käse außen mit der Joghurtsoße. Lecker. Das war's vom Bernd aus seiner Kochecke. Heute mit einem schönen Salat mit Roastbeef und Pilzen. Ich hoffe, ich konnte zeigen, wie man einen einfachen Salat ein bisschen aufpeppen kann. Oftmals mag man das ja nicht so einfach, nur grüner Salat, bisschen Gemüse, kalt, ist dann langweilig. Ne? Einfach eine Wärmezulage geben, in dem Fall ein bisschen warmes Roastbeef. Ich habe Pilze genommen, die man vorher angebraten hat. Wer es vegetarisch bleiben möchte, der nimmt nur die Pilze, brät die ein bisschen in der Pfanne an, gibt die dann schön über den Salat, außenrum die kalte Joghurtsoße. Tolles Geschmackserlebnis. Probiert's einfach mal aus.